Oh, Sonntag, weiß ich nicht, 4. November 2012. Die Sturmopfer in den USA scheinen nicht zu zählen, denn wie Sie sehen, US-Tankflugzeuge sind bereits schon 4 Tage nach der Katastrophe wieder in der Lage zu fliegen, Giftstreifen zu fliegen. Dafür ist immer Geld da, auch da hinten. Gehen wir mal rein mit der Kamera. Wollen wir mal sehen, wo sind wir hier? Da ist der Baum. Ach so, da, ja. Da sehen Sie neben der Pappe den Streifen. Ja. Dafür ist immer Geld da. Chemiegifte, Pampaswolken. Sehen Sie das? Hier fehlt der Profil. Flach wie eine Slip-Einlage, die Wolken. Da ist, um die Menschheit weiter zu vergiften, ist Geld da. Und deswegen gehen wir hier, das ist auch noch ein Streifen. Schauen Sie sich das genau an. Machen wir nochmal langsamer, noch ganz langsamer. Hier, schauen Sie das. Von US-Militärtankflugzeuge chemische Spuren eingebracht. Dafür ist Geld da. Und US-Peoples werden durch die amerikanische Politik in Stich gelassen. So viel. Ach so, ja. Flach wie eine Schlippeinlage. Ja. Wird ja mit Werbung gemacht und genauso flach sind die Wolken. Das heißt, wenn Salze in die Atmosphäre gesprüht werden, diese Salze sind in der Lage, ein x-faches an Feuchtigkeit im Volumen aufzunehmen. Und dadurch, dass wir nur noch 2D haben, ist ein Abregnen nicht möglich. Und noch einmal als Information, wenn ich weniger Feuchtigkeit habe, Feuchtigkeit bekanntlich unterkühlt. Das heißt, wenn die Erde nicht mehr nass wird, bleibt es viel wärmer. Kommt da eventuell die Klimaerwärmung her? Durch dieses Giftsprühen, weil sie 90% der Menschheit abschlachten wollen. Jetzt kann man den Streifen viel besser sehen. Ja. Und wir vermuten ja auch, dass durch Harp, ob nun durch England oder durch die USA selber, dieser Taifun von 400 Kilometer auf 1500 Kilometer energetisch aufgearbeitet wurde, um diesen Schaden an der amerikanischen Bevölkerung tatsächlich zu begehen. Das ist Mord, jetzt nicht nur an den Deutschen, sondern dieser Taifun, egal ob er durch Großbritannien erzeugt wurde, durch ihre Machtstrukturen oder durch das Pentagon, dies war ein ökonomischer Mord am amerikanischen Volk. Und hier geht der chemische Mord an den Völkern in Deutschland weiter. Da wir ja, wie gesagt, hier ein Einwanderungsland sind, um die Deutschen zu verdrängen, sind natürlich die Ausländer genauso Opfer durch den Chemiekrieg wie die Deutschen auch. Und ich hatte schon neulich erklärt, die 5000 Euro, die die Medikamente gegen diese Chemtreibung sind, sind das vielleicht bloß Placebos? Wird hier von der US-Pharmazie dieses Zeug noch obendrein benutzt über die jüdische Gemeinde, die glaubt, sie kann sich gegen die Chemtreibung schützen. Wenn sie damit, ja, und dann ist es vielleicht Zuckerwasser oder Zuckerbonbons, nicht? Und dafür 5000 Euro im Monat, das Geld wird euch dann nachher im deutschen Steuersäcke fehlen, um die Sklaverei in Deutschland aufrechtzuerhalten. Denn wenn das Geld wirklich fehlt und dann die internationalen Banken für Deutschland kein Geld geben, werdet ihr selber von einem Tag auf den anderen mitten im Chaos sitzen. Dann ist nichts mehr Macht über dem deutschen Volk. Dann seid ihr mittendrin in dieser Chemie-Scheiße tagtäglich.